Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir schreiben den 21. Oktober 2011 und ja, ich mache mit meinem Let's Play weiter und musste heute Mittag kurz unterbrechen, weil wir Besuch bekommen haben und jetzt geht's weiter endlich und ja, ich muss mich erstmal kurz wieder einfinden in die Materie, kurz überlegen, wo war ich, wo bin ich, wo wollte ich hin. Und zwar befinde ich mich hier in Quidditch. Quidditch, wie auch immer man es aussprechen mag, Quidditch, und ich bin unterwegs nach Marygold Station und da werde ich jetzt auch hin tickern. Schnell. Und zwar bin ich da auf der Suche nach diesem Professor. Lebt die noch? Ja, das tut sie. Mach ich mal kurz mein Kampfmesser raus. Da ist es. Diese Viecher werden wir ausrotten. Das habe ich ehrlich gesagt genug von diesen Ameisen. Was ist denn hier für ein Gebäude? Kommen wir da rein? Ach, da war ich ja schon. So. Ich höre es aber noch krabbeln und kreuchen und fleuchen. Richtig gehört. Zwar noch aufladen, aber bevor ich hier down gehe, will ich doch noch mal schnell zwischenspeichern und nehme diesen Bastard auch noch mit in die Hölle. Okay, da hinten kommt schon der nächste. Ich muss mich also beeilen. Schnell ein Erste-Hilfe-Pack. Oder zwei Stück. So. Ich denke mal, da wo wir hingehen, da wird es jetzt nur so wimmeln von diesen Ameisen. Vermute ich mal. Ah ja, das sieht nach einer Station aus. Entdeckung, Marygold Station. Man konnte schon erahnen, die Ameisen haben den Weg gezeichnet. Gepflastert im wahrsten Sinne des Wortes. Jo, also bereitet euch auf ein Gemetzel mit den Ameisen vor. Übrigens höre ich gerade schon wieder eine irgendwo. Da unten ist noch eine. What the fuck? Ist die ein bisschen größer oder was? Ameisensoldat. Alter Schwede. So. Ich bin am überlegen, ob ich mich kurz nach Minefield teleportiere. Wo ist die Ameise? Da unten kommt noch eine. Bevor ich die ganze Aufladung riskiere, bevor ich nochmal komplett jetzt zwei Steampacks verblade, und noch kurz wohin teleportieren zum Schlafen. Wahrscheinlich war es ist eh schon zu spät dafür. Fallobst. Was haben wir denn noch Schönes? Maulwurstfleisch, Hundefleisch. Fallobst. Ameisenfleisch. Das dürfte eigentlich reichen. Reichen. Aber ich höre da irgendwo schon die nächste Antraben. Die Frage ist nur wo. Es kreucht und fleucht, aber ich sehe nichts. Das ist bestimmt hier unterhalb. Da hinten ist er. Ich werde hier einen Cut hinlegen. Na,
obwohl ich jetzt schneide, dann ach nee, die 2 Minuten habt ihr auch noch. Ich werde mich kurz nach Dings katapultieren, nach nach Minefield, werde da kurz schlafen und dann sind wir wieder aufgefrischt. Weil Feinde in der Nähe sind, oh wie süß. Jetzt aber vielleicht. Nein, immer noch nicht. Super, ohne Witz. Lass dich auf jemanden oder was, wenn du bist verlassen. Kann ich dich im Haus des Professors kennen? Ich guck mal, ob es hier keine Betten gab. Hier nicht betten. Schlafen. Sehr schön. Jetzt haben wir voll getankt. Und könnt dementsprechend auch wieder folgen. Vorne irgendwo war die letzte Ameise. Ich bin überlegen, ob ich sie einfach links liegen lasse im wahrsten Sinne des Wortes und einfach links gehe. Dieser U-Bahn-Station. Denn ich befürchte, hier in der Stadt wird das kein Ende nehmen mit den Ameisen. Ich glaube, dass hier alles geflutet ist. Und hier ist sie auch immer wieder kommen, bis ich das Nest kaputt gemacht habe. Und diese Kleinen gehen ja noch. Die sind ja noch einigermaßen leicht zu überwältigen. Aber diese Ameisen-Soldaten oder wie die heißen, die gehen ja richtig ab, ey. So, hier unten war jetzt noch einer. Ich denke mal, dass ich hier einfach mal links liegen lasse. Da unten war eben noch einer, aber ich lasse die einfach mal und konzentriere mich jetzt auf diese Station hier. Und hoffe, das wird nicht allzu gruselig. Und schaue einfach mal, was da denn los ist. Ich habe nicht mehr allzu viele Medipacks. Oh je. Man hört es eigentlich schon. Hier kreucht und fleucht es. Kommen in der Ameisenhölle. Ich höre die und sehe sie aber nicht. Ich hasse das. Wo ist die? Naja, ich denke mal, hier unten wird es jetzt nur so wimmeln von diesen Bastarden. Deswegen wird es aufladungstechnisch irgendwann sehr schlecht bei mir aussehen, denke ich. Ich speichere auch jetzt mal immer auf demselben Speicherplatz, dass ich im Notfall neu laden kann.
Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Nämlich, dass da unten irgendwo eine Mega-Ameise haust. Oh, wir haben hier sogar einen Soldaten vor uns. So. Konnte jetzt nicht allzu viel Schaden anrichten. Oh je, da gehe ich nicht runter. Nämlich keine 10 Pferde runter, aber ich befürchte, ich muss. Wie kommt mir diese Stelle hier sehr bekannt vor? Oh, Lunchbox. Munition. Cradys Aufzeichnung. Eine Pistole, wie süß. Jo. Das war's auch, denke ich mal, anscheinend. Also diese Lampe vom Pitboy, die ist echt nicht der Burner. Leute, es geht da runter und es geht hier links rein. Ich hab Schiss, oder bin ich von da gekommen? Bin ich von da gekommen? Ich bin von da gekommen. Und jetzt muss ich da runter in die Hölle. So, mal Maulwurstfleisch werden wir auch verwenden. Dann gucken wir mal kurz mal auf die lokale Karte. Okay, wir befinden uns hier. Und es ist... Ne, da sind wir reingekommen. Läuft. Und gerade ist da. Memorial. Aufgaben. Blutsverwandtschaft. Das da. Quelle der Feuerameisen eliminieren. Das wollen wir machen. Den da. Und das da. Okay. Das wollen wir jetzt erledigen, diesen Auftrag. Aber ich habe irgendwie Schiss, dass da unten eine Monsterameise ist und dass die uns tötet. Oh nein. Ich sehe so gut wie nichts. Bin mir ziemlich sicher, dass ich gleich irgendwo eine Falle da oben. Ist gleich derbst schmettert. Ich tot auf dem Boden liegt. Okay, hier vorne könnte was sein, ja. Okay, hier ist noch einer. Hier muss noch einer sein, Soldat. Aber ich höre ihn nicht. Frag mich bitte nicht, ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinlaufe. Instinktiv reingelaufen, einfach nur, ne? Ich irgendwie Schiss hatte. Hier kreucht und fleucht überall. Kann nichts machen. Aber das Ganze lässt da an, dass es irgendwo weiter tief unten in die Erde geht. Und dass da gleich noch irgendwo gewaltig geschnetzelt wird, scheinbar. Und ich die Hosen voll habe. Denn ich habe keine Ahnung, was da auf mich wartet.
Der Raum ist erstmal sicher. Okay, da geht's weiter. Gehen wir auch gleich erst rein. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch was Nützliches finden kann. Stange Zigaretten und ein Clipboard. Zylinder. Gibt's noch irgendwas Nützliches? Ein paar Medipacks, Stimpacks. Irgendwas. Ich gucke immer in diese Kisten rein, auch wenn da schon steht leer. Ich ist ja mal ein Backen, das trotzdem was drin. Okay. Da ist was drin, ne? Metro-Ticket und läuft. Die ist leer. Vorkriegsgeld und Clipboard. Und wenn ich das nicht gesehen habe, geht's hier hinten weiter. Genau da. Vielleicht ist das auch noch eine Sackgasse. Oh nein, da geht's noch tiefer nach unten. Ich hatte das befürchtet. Ich muss schauen, was ich noch da habe, um meine Energie aufzutanken. Nicht mehr allzu viel. Jetzt geht meine Vorrede langsam zur Neige. Das heißt, es könnte gleich sehr episch werden. Hier kreucht es und fleucht es überall. Sie haben mich erschreckt. Sie dürfen sich wirklich nicht selten die Leute heranschleichen. Das ist genau der Grund, aus dem dies der ideale Ort für meine Arbeit ist. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie in einem sorgfältig ausbalancierten und höchst empfindlichen Forschungsgelände herumtrampeln? Meine Experimente sind höchst kompliziert und können nur durch Wissenschaftler erklärt werden. Moment, ich bin ja Wissenschaftler. Meine Pionierarbeit in der Verringerung der Körpergröße dieser insektoiden Kreaturen ist von größter Bedeutung. Ich beabsichtige, ihre enorme Größe generationsweise durch ein vor der Geburt verabreichtes Mutagen zu reduzieren. Ist das nicht raffiniert? Lassen Sie mich mal sehen. Nun, man injiziert einfach ein künstliches Mutagen. Indem man das mehrmals wiederholt, müsste es gelingen, sie wieder auf ihre ursprüngliche winzige Größe zu bringen. Nun, ich habe mich leider bei dem Mutagen ein wenig verrechnet. Statt ihre Größe zu reduzieren, hatte die geschlüpfte Brut einen neuen Biomechanismus. Ich nenne ihre genetische Anomalie Pyrosis. Vielleicht kann ich diesen Fehler... Es ist leider nicht ganz so einfach. Das Mutagen wurde bereits in die Ameisenkönigin injiziert. Der Wirkstoff in ihrem Körper reicht mehrere Jahre. Keine Ameisenkönigin. Mein Problem ist, dass ich nicht an mein Terminal rankomme, um den Schaden wieder gut zu machen, den ich angerichtet habe. Mein tragbares Terminal ist in der Brutkammer in der Nähe der Ameisenkönigin. Wenn ich da rankomme, kann ich meine Arbeit am Mutagen fortsetzen. Oh nein, nein, nein! Die Königin darf auf keinen Fall verletzt werden. Dadurch würde die Arbeit von Monaten verloren gehen. Ihr Ziel wäre es, ihr, wie soll ich sagen, Nestwachenquintett zu eliminieren. Widerliche kleine Biester. Hä?
Wir sollten das Problem lösen können. Ich habe die Geräte an meinem tragbaren Terminal darauf eingestellt, einen Hemmimpuls zu erzeugen. Dieser Impuls unterbricht die empathische Verbindung zwischen Ameisen und Königin. Im anschließenden Chaos töten... So, mehr gibt es...